So, hi. Heute geht es um diese ganzen Stanzen und dieses Stempelset. Wir machen ein bisschen was Feines. Ja, wir stanzen, wir stempeln, wir machen Karten. Die sieht ja jetzt mit diesem Licht ganz cool aus. Wir machen was für Ostern. Wir malen. Wir machen noch eine Karte und wir machen so ein bisschen noch was anderes. Ich habe es weggelegt. Moment, ich mache mal einen langen Arm. Und wir testen diese Teile auch noch. So, ein bisschen Wurfware. Also, wenn ihr wissen wollt, wie die Stanzen und Stempel von Crespire sind, bleibt dran, es wird lustig. Und ich glaube, ganz zum Schluss habe ich noch einige Outtakes für euch. Viel Spaß! Dann wollen wir doch mal loslegen. Und heute habe ich euch ja schon gesagt, es geht um die Stanzen, die ich mir ausgesucht habe. Ich habe hier jetzt ein paar Stündchen gesessen und habe ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was ausprobiert, was nicht geklappt hat und was auch geklappt hat. Und das seht ihr gleich alles im Video. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich will jetzt nicht so lange schnacken. Ich zeige euch jetzt mal, um welche Produkte es geht. Und am besten ist, ich nehme da vielleicht eine kleine Unterlage. Das ist einmal diese Stanze hier. Die habe ich ausgestanzt auf ganz, ganz, ganz dünnem Papier. Ich glaube wirklich, das sind 80 Grammatur, 80er Grammatur. Und die möchte ich nutzen für meine Fenster, beziehungsweise auch für die Fenster von meinem Sohn, als Schneeflocken. Weihnachten ist ja bald, wir haben auch Winter. Und ich fand, das sieht so schön aus, dass man das auch als ja, Fensterdeko nehmen kann. Man kann das natürlich für alles andere auch nehmen, aber ich möchte das an die Fensterchen hängen. Vielleicht mache ich da jetzt noch eine Schnur durch und so, dass die runterfallen. Oder ich mache sie einfach ja, verteilt ans Fenster, dass es so aussieht, als würden die Schneeflöckchen runterrieseln. Es ließ sich super ausstanzen. Es ließ sich super, diese kleinen Dinger sind super zum Raustrennen. Die Stanze ist großartig. Es ist nichts hängen geblieben. Es ist alles sehr fein. Also, und vor allen Dingen gerade bei diesem dünnen Papier muss man eigentlich aufpassen, dass man nichts ausreißt. Und es ist wirklich super geworden. Also, ich kann diese Stanze wirklich empfehlen. Alles in der Infobox natürlich, die ganzen Links. Und ja, wie gesagt, diese Sachen kommen als Fensterschneeflöckchen dann gleich ja, an das Fenster. Ne? Wo auch sonst? Hier einmal freihändig, man sieht die Schneeflöckchen. Das Schönste ist, die Sonne scheint im Moment wirklich toll. Da kann man sehen, da zoome ich einmal ran. Da hängen sie auch schon. Als nächstes geht es um diese wunderschöne Stanze. Auch die lässt sich wunderbar stanzen, raustrennen. Die kleinen Details sind super. Das kann ich euch auch. Ich habe das anhand von zwei Blättern gemacht. Einmal einen farbigen Cardstock und einmal ein ganz dünnes farbiges Papier. Hier seht ihr das dünnere Papier. Man sieht, das ist alles super rausgetrennt. Und ich hoffe, man kann das auch durch den weißen Hintergrund schön erkennen. Ansonsten können wir auch einen etwas dunkleren nehmen, ein bisschen Pappe, vielleicht ist das besser. Also es ist nichts ausgerissen, es ist alles bestens. Das kann ich nur empfehlen. Dann habe ich das noch mit einem etwas dickeren Cardstock gemacht in Rosa, denn ich möchte diese beiden Teile verbinden. Ich nutze bei dem kleinen, ja, ausgestanzten Gelben nur die Blumen und möchte die dementsprechend ausschneiden und hier draufkleben. Und das wollen wir jetzt auch mal einmal zusammen machen. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir schauen mal.
einmal das. Also ich schneide mir jetzt hier einmal diese Blüte, also diese Blume ab und diese Blume und bringe die dann hier auf. So, ich habe es dann doch tatsächlich geschafft, nicht schön, aber selten. Jetzt bringen wir die beiden Blüten noch auf. Machen wir jetzt etwas Flüssigkleber hier dran. Völlige Konzentration, völlige Stille. Ich glaube, es fällt mir beim Kleben am schwersten zu sprechen mit euch. Seht mir das also bitte nach. So, jetzt haben wir das angebracht und jetzt kleben wir unsere ausgeschnittenen Blüten einmal drauf. Jetzt muss ich natürlich einmal schauen, wie sie denn dann auch passen. So, das war die erste. Und hier die zweite. Lassen wir das eine ganz kurze Weile mal antrocknen. Kann man machen, muss man vielleicht nicht, aber nun gut, das legen wir uns jetzt kurz einmal hier hoch. Dann habe ich hier ein Kartenrolling und etwas holographisches Papier. Nehme mir hier einmal doppelseitiges Klebeband, das ist dieses hier. Ich will das nicht so weit hoch, weil ich Sorge habe, dass ihr sonst einen Flackerschock bekommt. Klebe mir das hier auf die Karte drauf. Wir machen jetzt einfach eine Karte, die zu jedem Anlass irgendwie funktionieren kann, da da jetzt kein spezieller Gruß drauf steht. Das kann man natürlich dann später individuell ändern, indem man dann dementsprechend entweder einen Text hinterher noch hinzufügt oder natürlich auch mit den Grüßen, die man so in die Karte schreibt. Das ist ganz euch überlassen. Mir geht es ja nur darum, erstmal euch die Produkte vorzustellen. Und wie schon gesagt, die beiden Stanzen, die ich euch jetzt schon gezeigt habe, sind großartig zum Stanzen, zum Auslösen. Und es gab keinerlei Probleme. Ich musste auch nicht 15.000 Mal hin und her kurbeln, sondern es ging wirklich mit zweimal kurbeln, was ich immer mache, richtig gut ab. So. Dann wollen wir da mal weitermachen und die Karte vervollständigen. Zumindest den Aufleger. Der Inhalt wird irgendwann später gefüllt. So. Dann haben wir einmal das. Dann werde ich hier jetzt einmal den Anker draufsetzen. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder ruhig, weil ich anfange zu kleben.
Ich glaube, das dauert auch mit am längsten. Immer diese Kleberei. Also ihr dürft auch gerne ein bisschen vorspulen. Das ist total uninteressant. Ich erzähle jetzt nichts Besonderes. Da ich mich hier voll aufs Kleben konzentriere. Aber es gibt ja Zuschauer, die sind gerne bei jedem Schritt dabei, also schneide ich das jetzt auch nicht raus. So. Jetzt sollte ich überall etwas Kleber verteilt haben, mache erst den Kleber noch zu, damit das ein bisschen anziehen kann. Also, so sah das aus. Und jetzt kleben wir das einfach auf die Karte drauf. Damit das dann nicht ganz so leer ist, habe ich mir noch ein kleines Ahoi ausgestanzt. Ich denke, das passt ganz gut damit zusammen. Zumindest vom Text her. Anker noch mal ein bisschen festdrücken, damit der Kleber sich auch gut verbinden kann. Einmal das Ahoi da drauf und dann hätten wir die Karte auch schon fertig. Die sieht dann so aus. Also ich glaube, meine Farbwahl ist jetzt nicht so optimal, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, wenn nicht Augen zu, ein bisschen durchspulen und auf das nächste warten. Ja, naja, nur was soll's. Dann wollen wir uns mal der nächsten Stanze widmen. Kleine Hasis gefällig, weil ich finde, wir sollten uns auch schon auf das nächste Fest vorbereiten. Ist ja bald Ostern. Zwinker, zwinker. Diese Stanze habe ich tatsächlich doppelt, habe ich gestern dann festgestellt, wo ich dieses Video hier vorbereitet habe. Ich hatte mir diese Stanze schon mal gekauft tatsächlich, also auch selbst gekauft, ohne diese Kooperation. Aber macht ja nichts. Ich habe ja auch noch vor, bei mir alles nochmal umzusortieren und auszusortieren. Ich werde bestimmt so einige doppelte Sachen finden. Nun, so ist es halt, wenn man ein kleiner Hobby-Messi ist. So, das habe ich ausgestanzt. Und das ist daraus geworden. Diesen Hasi habe ich tatsächlich schon selber mit der Schere abgetrennt. Also nicht wundern, der sitzt normalerweise auf der Ecke. Damit habe ich aber etwas vor. Und deswegen habe ich einmal den Popo gekürzt, weil der sonst nicht ganz so auf meine Karte passt, die ich gerne machen möchte. Und auch hier keine Ausfransung, keine Ausreißer, kein nichts. Diese Stanze lässt sich super verarbeiten. Und daraus machen wir jetzt eben fix eine Karte. Was sollte es auch anders sein, ne? Die geht relativ schnell. Ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein bisschen Gras ausgestanzt mit anderem Material. Das werde ich nicht so in die Kamera zeigen, da es sich ja jetzt hier um die Kooperation von Crespire handelt. Und da möchte ich auch fair bleiben. Aber vielleicht kennt der ein oder andere ja diese Stanzen, die ich genutzt habe. Von daher macht euch das bestimmt nichts aus. Oder vielleicht seht ihr die auch noch in anderen Videos. So, die kleinen Häschen
habe ich jetzt auf mit 3D Foam Tape einmal vorbereitet schon. Da werde ich jetzt die Schutzfolie noch abziehen, sofern es mir gelingt. Ich nehme übrigens einen hellblauen Kartenrolling, den finde ich sehr schön. Ich möchte ja, dass Ostern ein schönes Wetterchen ist und deswegen ist das bei mir hellblau und wolkenlos. Ich wünsche mir ein wunderschönes Wetter zu Ostern. Kein Schnee, kein Eis, wie wir das schon mal hatten. So, die ersten Häschen sind angebracht. Das letzte Häschen kriegt ein bisschen Kleber auf den Popo. Und wird dann hinter das Gras gesetzt. So. Das Gras habe ich nämlich nur unten rechts und links geklebt und oben kein Kleber dran gemacht, damit ich das Häschen noch da drunter schieben kann. So, dann haben wir das schon mal. Dann gibt es noch ein kleines, naja gut, so viel zum Thema keine Wölkchen. Doch, wir machen dunkelblaue Wölkchen, damit das nicht so leer ist. Da habe ich ein bisschen viel gequatscht, glaube ich. Ich wollte nur sagen, dass ich keine weißen Wölkchen nehme, sondern blaue. Verzeiht's mir. So, dann haben wir einmal eine Wolke hier, zumindest den Wolkenhintergrund. Und das Innenleben der Wolke habe ich mit 3D-Foam-Tape einmal ausgestanzt. Und das kleben wir hier hin. Und auch eine Sonne gibt es natürlich zu Ostern in 3D. So, die wird da angebracht. Und jetzt habe ich noch ein nettes Frohe Ostern, was ich da drauf stempeln möchte, wenn ich das Gummizeugs hier abbekomme. So. Einmal auf den Acrylblock angebracht, ein Stempelkissen genommen. Könnt natürlich auch eine Stempelhilfe nehmen. Ich hoffe jetzt mal, dass es beim ersten Stempeln funktioniert. Ansonsten Pech gehabt. So, das kommt jetzt bei mir hier einmal schräg auf die Karte. Und das hat wunderbar geklappt. Das ist mein Osterkärtchen für 2022 mit den süßen Häschen. Und auch diese Stanze ist absolut zu empfehlen. Ja, ich bin froh, dass ich sie doppelt habe. Jetzt kommen wir auch schon zur nächsten Stanze. Das ist diese hier. Auch wieder keine Probleme und um euch das einmal zu zeigen, ich habe das auch nur einmal vor und zurück gekurbelt. Es sieht so aus und wie ihr seht, habe ich hier etwas übrig gelassen, damit ihr das auch erkennen könnt, wenn ich das raustrenne. Ich nehme jetzt eine ganz normale Stecknadel und piekse da einmal durch, auch mit wirklich kein Druckaufwand oder irgendwas. Es reißt nichts aus, es ist wirklich sauber. Also ich kann da nichts Negatives dran finden, das Motiv ist schön, aber klar, sonst hätte ich es ja nicht bestellt. Mir gefällt's. So, und das war's schon. Hier ist noch eins. So. Und somit haben wir auch schon alles. Ne? Zwei hängen hier noch. So. Somit haben wir auch schon alles rausgeholt. Hier einmal die Vorderseite und hier einmal die Rückseite, dass ihr das auch erkennen könnt. Und ich bin ja ein Fan von
solchen runden Stanzen. Ich finde die immer wirklich sehr schön. Die Nadel kommt erstmal weg. Und dann wollen wir daraus mal etwas Schönes kreieren. Auch hier soll es eine Karte werden. Und ich will da gar nicht so viel Aufwand machen. Muss ich einmal schauen, dass wir dann einfach in die Mitte in etwa aufgelegt und festgeklebt. So, mal schauen, dass ich das ungefähr mittig da anbringe. So, der Kartenhintergrund glitzert schon extrem weiß, deswegen nehme ich da jetzt auch keinen weiteren Aufleger, da ich das ja hier auf einem bunten Cardstock ausgekurbelt habe, ausgestanzt habe. So, ich will das einmal mit einem Falzbein mal nachziehen, weil das sonst immer wieder hochklappt. Das werde ich nachher noch ein bisschen beschweren, damit das auch gut haftet. Ist klar, ne? Flüssigkleber braucht ja immer eine ganze Weile. So, dann habe ich hier noch mein allseits bekanntes, mittlerweile bekanntes Stickeralbum. Und da werde ich noch zwei 3D Foam Sticker aufbringen. So. Und ein paar kleine Glitzersteinchen, um das alles etwas abzurunden. Extra auch die Farben so in etwa so, also hier so etwas dunkleres Blau-Lila und hier die rot-rosa Töne. So, mehr muss es dann auch nicht haben. Und wenn es dann getrocknet ist und das dann festhält, sieht das Ganze einmal so aus. Sehr einfach, sehr schnell, sehr schlicht. Und zur Not kann man dann hier später noch, für was man es auch nimmt, vielleicht noch einen Spruch reinkleben mit so einem kleinen Banner. Ich habe jetzt hier, glaube ich, sogar noch einen liegen. Ich musste mal schauen von meinen vorhergegangenen Sachen. Also wenn man hier so einen Banner noch nimmt und man stempelt dann noch irgendwas drauf, kann man den dann noch auflegen und, weiß ich nicht, Happy Birthday oder Gruß oder was auch immer draufschreiben. Und dann hat man die Karte dementsprechend auch schon für den Anlass, den man braucht, fertig. Dann wollen wir mal diese Stanze hier unter die Lupe nehmen. Gucken, ob das klappt. Es blendet bei mir gerade wie verrückt. Die Sonne knallt. Ihr glaubt das gar nicht. Das ist so schön. Ein Träumchen. Und ich sitze hier und produziere für euch, anstatt rauszugehen. Ich habe heute einen Tag frei. Aber der Tag ist ja noch jung und heute Nachmittag haben wir auch noch Zeit. So, diese Stanze ist richtig toll. Ich suche mal einen geeigneten Hintergrund. Denn weiß auf weiß ist ein bisschen gaga. Wenn ich sie hinlege, seht ihr es aber auch. Ich würde es euch aber auch ein bisschen näher zeigen wollen, ohne Werbung für fremde Marken zu machen. Ach ja, hier, ich mache jetzt Werbung für mein selbstgenähtes Täschchen. Hier, Dingsbums Portemonnaie. Ich glaube, ich haue euch die ganzen Outtakes diesmal wieder ans Ende des Videos. Manchmal kommen die ja ganz gut an. Das ist diese Stanze, super auszustanzen, keine Ausfransung, wie auch bei den anderen Stanzen, großartig. Die möchte ich jetzt anmalen, nicht kolorieren, weil ich male. Ich mache das noch wie im Kindergarten, weil ich kann nicht kolorieren, bei mir heißt das malen, weil ich bin kein Mali. So, ich lege mir da was unter, weil ich kann nicht malen. Dann habe ich hier noch ein Set, wo meine Stiftchen drin sind, die ich noch nie ausprobiert habe, aber schon immer mal tun wollte. Ich zeige euch jetzt auch das Logo nicht, aber ihr kennt das bestimmt.
Ich möchte das, genau, das sind Alkoholmarker. Und die nehme ich dafür jetzt auch. Male das jetzt alles ein bisschen zön, so wie Kinderchen halt malen können. Also ich. Und danach habe ich noch was anderes vor. Muss ich einmal gucken. Ich habe mir die noch nicht mal angeguckt. Also ich habe sie gekauft und noch nie angeschaut. So viel zum Thema Hobby-Messi. Ich muss dazu, glaube ich, nicht viel sagen. Ich hoffe, ihr leidet ein bisschen mit mir. Oh, cool. Die sind ja cool. Ja, also, ich male jetzt so ein bisschen vor mich hin. Zeige euch dann gleich, was ich hier fabriziert habe. Seht es mir nach. Ich kann nicht malen. Ist mir aber egal. Ich finde es schön. Und mein Sohn auch. Der ist 3. Der muss es schön finden. Alles, was Mutti macht. Also nicht lang quatschen. Ich mache jetzt auf Pause und höre mir hier meine Horrorgeschichten an und male ein bisschen. So, male, male, fertig, fertig. Haha, habe ich das nicht schön gemacht? Ach, kommt schon. Sag doch mal, bin ich nicht eine Nicht-Malerin? Also ich finde es für meine Belange total süß. Es ließ sich gut malen, ausmalen. Die Alkoholmarker, sie riechen etwas. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Schwips. Na, war Spaß, ne? Nee, aber das ist halt die Stanze, die ich jetzt für euch mal ausgemalt habe. Also ihr seht, ihr könnt die halt auch in Weiß aus Stanzen ausmalen. Und sie ist sehr fein, sehr hübsch und ich bin wirklich begeistert davon und habe sehr, sehr, sehr viel Spaß an diesen Stanzen, die ich bekommen habe. So, jetzt wenden wir uns dem letzten Set zu. Das sind 2 in 1. Einmal Stempelchen. Ich muss mal gucken. Hier. Komm her. Stempelchen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So, Bauernhof auf ganz niedlich gemacht. Und die dazugehörigen Stanzen. Und jetzt habe ich hier natürlich pink liegen. Ich möchte eine pinke Sau. Das finde ich richtig schön. Ja, klar, schüttel du dich noch. Du möchtest natürlich auch mal gehört werden. So, ein pinkes Schweinchen möchte ich. Das trenne ich mir hier einmal raus. Und ich habe hier etwas Grünes. Jetzt muss ich einmal schauen. Was ist das denn? Piepmatz? Eine Kerze? Ja, nö. Ich hole mir noch ein bisschen was anderes. Moment. Ich habe noch ein bisschen was Braunes gefunden. Warum ich das mitgenommen habe, weiß ich nicht. Aber gut, ich möchte ein braunes Futterhäuschen und einen braunen Zaun. Und das sollte dann auch erstmal genügen. Dann schauen wir mal, dass wir das erstmal aufstempeln. So, erstmal das coole Schweini. Natürlich auch hier, ihr könnt eine Stempelhilfe nehmen, ist kein Muss, geht auch bestimmt so. Schweinchen ist schon mal super, ich zeige euch das gleich alles nach und nach. Ich stempel das jetzt erstmal ab. Dann machen wir einmal den Zaun. Großartig, da ist also wirklich super Abdruck. Und dann machen wir einmal das Häuschen, das Futterhaus. Das mache ich auch auf braunem Hintergrund. Und auch das ist sehr sauber. Alle kleinen und feinen Striche kann man super erkennen. Das zeige ich euch jetzt auch auf jeden Fall. So, das halte ich jetzt einmal in die Kamera. Wo seid ihr? Da seid ihr. Hallöchen. Sieht das nicht super aus? Also ich fasse es nicht. Das Schweinchen auch total niedlich. Finde ich auch großartig. Das mache ich jetzt erstmal auf Seite. Mache mir das sauber und trenne mir hier die Stanzen einmal raus. Und dann kurbeln wir das einmal durch und dann zeige ich euch, wie das dann aussieht.
So, jetzt habe ich mir alles vorbereitet. Hier sind die Stanzen. Austrennen war relativ, ja, leicht oder okay, je nachdem, weil in dieser Schweinestanze zum Beispiel war ja noch eine andere kleine Stanze befestigt. Also da kann man sich ein Hilfsmittelchen nehmen, wenn man es findet. Ich hatte es hier gerade. Ich fasse es nicht. Ich wollte euch das zeigen, deswegen hatte ich es weggelegt. Mir fällt doch da nichts mehr zu ein. Ja, ich habe es in den Mülleimer geworfen. Herzlichen Glückwunsch. Also, wenn ihr so eine Zange habt, nehmt die auf jeden Fall zur Hilfe. Dann ist es leichter. So, dann habe ich mir hier einmal meine Stanzmaschine geholt. Die Stanzen lege ich jetzt einmal auf das gestempelte Gut und fixiere mir das mit etwas Masking Tape, damit es nicht verrutscht. So, auch bei dem Schwein mache ich das mal eben. Das ist ja auch besonders niedlich, ne? So. So, und jetzt können wir das auch durchkurbeln. Dann lasse ich euch einmal dabei. Ich sollte auch den Deckel wieder drauf machen. Wäre schon sinnvoll. Und wie immer, einmal vor, einmal zurück. Nicht wundern, wenn es knistert oder knackt. Das ist normal. So, das war einmal die Nummer 1. Wir bleiben erstmal beim Ausstanzen und dann zeige ich euch auch, wie es geklappt hat. Also wenn es jetzt wackelt, sorry, das liegt jetzt an der Stanze. So, und auch das haben wir einmal fertig. Das kurbel ich wieder rein, nehme mir mein Masking Tape einmal ab und da sehe ich auch schon, dass das Schweinchen richtig schön ausgestanzt wurde. Das gleiche natürlich auch beim Zaun, wie nicht anders zu erwarten. Und auch das Futterhaus lässt sich fabelhaft raustrennen. Keine Beschwerden, kein gar nichts. Es ist sehr einfach. Es macht wirklich viel Spaß, mit diesen Stanzen und Stempeln zu arbeiten. Ich kann es nicht anders sagen. Tolle Produkte, schaut mal in den Shop rein. Es ist wirklich klasse. Also wirklich wahr, habe ich bestimmt schon mehrmals gesagt. Die kommen jetzt in meine Bastelbox, wo ich so ausgestanzte Teile reinpacke und gucke mal, was ich dann damit anstelle. Ja, das war jetzt auch erstmal das Kooperationsvideo. Wie gesagt, schaut einmal rein. Hier ist nochmal mein Code. Ihr findet alles in der Infobox. Und wenn ihr ein bisschen Geld über habt, wenn ihr euch selber ein Geschenk oder eine Freude machen wollt, schaut auf der Seite nach www.crespire.com und shoppt, was das Zeug hält und spart ein bisschen, indem ihr meinen Rabattcode eingebt. Ab 40 Dollar, 5 Dollar Rabatt. Ich räume das jetzt hier alles erstmal auf und mache eine kleine Pause. Bleibt so, wie ihr immer seid und vor allen Dingen, bleibt gesund. Bis dann. Hi ihr Lieben. So, heute machen wir ein Video wieder. Quatsch. Hier ist das dünne farbige Papier. Hier sieht man. Hoppala, schau. Ach, Mensch. Diese Outtakes hier. Hintergrund wäre es jetzt ein bisschen quatschig, euch das zu sagen. Stanzen und Stempel. Die sehen so aus. Ach Quatsch, schon wieder. Ich bin's nicht gewohnt. Nochmal.